Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen in unserer kleinen idyllischen Siedlung hier an den Flüssen bei Foundation. Wir haben beim letzten Mal angefangen, unser Herren auszubauen. Es dürfte auch mit etwas Glück diese Folge fertig werden. Wir brauchen zwar noch knapp 100 Bretter, aber das wird schon passen. So, ferner wollten wir ja noch eine zweite Kirche bauen, damit auch alle hier glücklich und zufrieden sind. Deswegen, ich baue jetzt mal ein bisschen asymmetrisch, was für mich ja doch relativ untypisch ist, da ich ja eigentlich sonst immer so ein Symmetrie-Fan bin. Ja, ich weiß, ich baue die beiden Gebäude hintereinander, aber ich meine jetzt nur im Sinne von, wo der Eingang stehen wird und wie es mit den Erweiterungen aussieht. Stimmt, die habe ich ja ganz verdrängt. Warte mal. Gucken wir doch mal, ob wir die irgendwie anders da rangebobbelt kriegen. Machen wir das mal so. Dann kommt hier das Türmchen neben. Hallo, ich wollte dich nur hochziehen. So. Tür. Machen wir mal dahin. So. Steinvorräte sind ja doch einigermaßen gut, deswegen sollte das ohne weiteres passen. Dann fangen wir nochmal mit einer kleinen Hecke an. Die mal hier rüberziehen. Na, das kriegen wir jetzt da nicht so rein, ne? Sein, wir würden das so machen. Machen wir das dahin. Natürlich wieder mit einem Holztor. Hallo, ich wollte es doch eckig machen. So, klick. Ah, geht doch. So. Schön den Platz genutzt. Jetzt hier leider ein bisschen unsauber wegen dem Abschluss, aber das stört mich jetzt nur bedingt, ehrlich gesagt. Ich finde das okay. Dann können wir ja noch ein paar... Warte mal. Wo war das denn? Konnte man nicht noch Gräber? Ach, das machte ich hier mit der Kirche, ne? Gut, die muss sowieso erstmal fertig werden. Alles andere wird sich zeigen. Hier brauchen wir noch 42 Bretter. Das ist ja gar nicht mal mehr so furchtbar viel. Und wir müssen auch mal gucken, dass die Wohnhäuser fertig werden, weil wenn es den Leuten schon an einem Dach über dem Kopf fehlt, das wäre auch alles andere als geil. 4 Arbeitslose und es geht schon los damit, dass wir keine richtigen Namen mehr vergeben. So, dann würde ich sagen, machen wir doch nochmal eine Schäferei hier hinten hin. Warte mal, wo wollen wir die hinmachen? Ja, komm, hier, das passt gerade so gut. Zack, da eine Schäferei. Die Weberei natürlich direkt daneben. Und die Schneiderei mal ein bisschen Platz sparen da im Hinterhof. Nein, mir fehlt das Geld! Eieiei, minus 105. Das ist jetzt gar nicht mal so viel, was ich da hab. So. Ja, sobald das Herrenhaus fertig ist, kann ich auch eigentlich wieder anfangen, damit ein bisschen Holzbretter zu exportieren. Ich gucke dann einfach mal, dass ich die Menge ein bisschen reduziere, die ich exportiere. Dass ich sage, ich halte mir eine größere Grundmenge quasi vor Ort. Dass wir nicht alles direkt mit vollen Händen rauswerfen.
Ja, man sieht hier hinten, die Holzfäller sind fleißig dabei. Es dünnt sich schon ein wenig aus da oben. So, wie viel hier noch? Okay, einer baut gerade fleißig. Es fehlen noch 11 Bretter. Oh, warum bringst du 8? Na gut. Es wird schon fertig werden. Da bin ich mal relativ optimistisch. Hoffen wir, dass wir dann mit dem Prunk hier ein bisschen mal aufsteigen. Wobei, warte mal, Herrenhaus, steigen wir dann nicht hier auf? Ich glaube, ne? Ja, 17 Prunk, das ist sehr schön. Dann haben wir... Oh, echt jetzt? Dann fehlt uns noch ein bisschen Prunk hier. Damit für die ganzen anderen... Oh. Egal, wir können ja vielleicht das Herrenhaus editieren, dass da noch ein bisschen Prunk dazukommt. Indem wir zum Beispiel hinten noch ein Türmchen dran bauen. So, Herrenhaus ist fertig. Sehr schön. Jetzt haben wir vor allem mal wieder ein bisschen... ein paar Bauarbeiter frei. Dass sie vielleicht auch mal das ein oder andere Häuschen hier fertig bauen können. Weil das ist schon auf Ausbaustufe, also Wohndichte 2. Na komm, ich gucke erstmal, dass wir die Wohnhäuser doch ein wenig priorisieren. Gut, das ist fertig. Sehr schön, wenigstens eins. Also ich muss sagen, mit den Hecken, wenn man da so ein bisschen sich reingefuchst hat mit dem, wie man das mit den Kurven macht und so, kann man da relativ schöne Sachen gestalten, finde ich jetzt zumindest, also. Oder allgemein mit Hecken, Mauern, whatever. Warte mal, hatte ich nicht hier noch einen Platz frei? Jo, dann kommt da schon mal einer hin. Ja, wir haben 5 Arbeitslose, die kriege ich nicht alle hier mit beschäftigt. Aber perspektivisch wird auch hier nochmal irgendwo ein Markt hinkommen. Und außerdem bräuchten wir auch wahrscheinlich bald mal einen weiteren Brotkreislauf, denn es ist ja nicht gerade viel, was wir da haben. Und wieder 2 neue Larrys, mein Gott. Bei 78 sind wir jetzt schon, nicht schlecht. Es wird gar kuschelig. Warte mal, wie viel erzeugen wir damit? 9,6. Das ist auch nicht genug für die nächste Stufe, geschweige denn hierfür. Naja, muss wohl noch eine dritte Dorfkirche her. Oder wir machen hier die Hecke weg und erweitern dafür die Dorfkirche hinten noch etwas für mehr Prunk und so. Könnte man auch machen. So, da jetzt hier allerdings alles steht, würde ich sagen, machen wir mal ein paar, einfach mal wahllos hier so Hängeklatsch, noch ein paar Zypressen dazwischen. So, Springbrunnen, das ist ein bisschen teuer. Aber hätte ich perspektivisch trotzdem ganz gerne. Hey Leute, wir können ja jetzt 1000 Schleifen machen. Schön. Also 1000, ne? 1000 Gold auf Lager haben, meinte ich damit. Mit 1000 Schleifen machen. So. Schön noch so einen kleinen Eingangsbereich. Machen wir da erstmal einen Springbrunnen hin. Dauert ja sowieso, bis der fertig gebaut wird. Ja, ich würde sagen, wir machen tatsächlich hier perspektivisch mal die Hecke weg. So. Und erweitern entsprechend einmal... Na, komm her.
diese Dorfkirche. So, da wird das Ganze, da werden die ganzen Reichtümer der Kirche gelagert. Ich mache es jetzt bewusst mal so ein bisschen mehr. Weil, wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind zu editieren, dann kannst du auch wenigstens hässlich aussehen. So, wäsch damit. So, da hätten wir alles weg. Das heißt, wir können jetzt auch hier wieder anfangen, Bretter einzulagern. Vielleicht sollte ich auch nochmal die ein oder andere Fischerhütte bauen, weil so mampftechnisch haben wir jetzt aktuell nicht mehr so ganz viel auf Tasche. Warte mal, wie rum muss ich denn? Ach so, okay. So rum. Habe ich nicht mal mehr 20 für eine Fischerhütte, echt jetzt? So. Ich würde sagen, jetzt müssen wir den ganzen erstmal ein bisschen Zeit geben, dass die Leute auch hier entsprechend erstmal die Kirche fertig bauen können und dann die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt gestartet haben, heißt diese Kirchenerweiterung hier hinten, nochmal der Kleidungskreislauf. Gibt viel zu tun und wisst ihr was? Ich denke, ich sollte jetzt einfach mal ein paar Leute zu Bauarbeitern machen, um dem Genüge zu tun. Dann geht das auch mal ein bisschen schneller voran hier. Ein Gesandter bittet um Hilfe. Ja, dann sprich. Natürlich schicken wir Truppen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Hinfort und vernichtet unsere Schergen. Also deren Schergen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, guck, kommen zwei Bauarbeiter mehr eingestellt. Schon geht's hier auf den Baustellen auch mal voran. Sehr gut. Das wird auch nochmal dauern, weil 90 Steine, die müssen wir jetzt schließlich auch erstmal ranschaffen. Na, wer will jetzt wieder Hilfe? Oh, 20 Fisch. Ne, ich würde sagen, da mit dem Fisch das lassen wir mal lieber, weil dann müssen wir jetzt wieder hier das Lager räumen und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, handeln. So, da verkaufen wir bis zum Wert 30. Hier verkaufen wir auch bis zum Wert 30. Damit mal wieder ein bisschen mehr Geld in die Kassen gespült kommt. Habe ich eigentlich schon alle Runen offen? Nee, habe ich ja noch gar nicht. Sollte ich mal zeitnah machen. So, was fehlt hier noch? Ist, glaube ich, nur noch das Türmchen hier. Da fehlen jetzt nur noch die Bretter und das Werkzeug. Sollte ja wohl nicht so schwer sein. Da fällt mir ein. Ich glaube, ein weiteres Lagerhaus wäre auch alles andere als verkehrt. Machen wir mal dahin, dass wir schön hier den Hinterhof quasi nutzen und nicht mal das nur so nach vorne zur Straße hin. Ich meine, die laufen sowieso daher, aber optisch finde ich es einfach schön, das auch mal so zu machen. Sehr schön, der Schneider ist schon fertig. Wie viele Arbeitslose haben wir jetzt noch? Ja, das passt doch. Und dann machen wir hier noch einen Springbrunnen hin. Oh, jetzt haben wir dezent miese.
Hoffen wir mal, dass schnell unsere Larrys hier von der Mission zurückkommen. Mein Gott, es fehlen nur noch 5 Werkzeuge. Also das, wovon wir eigentlich doch genug auf Lager haben sollten, oder? Ja, wobei, jetzt ist es gerade tatsächlich ein bisschen knapp. So, dann da noch einer dazu. Ja, komm, machen wir direkt einen zweiten. Damit wir auch wirklich genug Kleider für alle haben. Und es sind immer noch 4 arbeitslos. Warum denn 2 mit Namen? Warte mal, haben wir jetzt irgendwo versehentlich 2 rausgehauen? Gut, beim Herrenhaus die Soldaten interessieren erstmal nicht. Nee. Hm, komisch. Egal. So, komm, Werkzeuge sind ja jetzt wohl genug da. Es fehlt aber wahrscheinlich die Zuweisung eines Bauarbeiters. Dann hätte ich nämlich jetzt sehr gerne endlich mal diese Kirche hier fertig. Na, guck, Juliette wird's reißen. Die bringt die letzten Werkzeuge. Klöppel noch ein bisschen dagegen und dann haben wir auch endlich genug Heiligkeit für alle. Ach Mist, jetzt habe ich die schon mit Wein angefixt, weil ich den Wein hier beim Luxusgüterstand verkauft habe. Aber ich kann den selber gar nicht nachproduzieren. Hm, das ist schlecht. Egal, Hauptsache die Dorfkirche ist schon mal fertig. Wieder eine Großbaustelle abgeschlossen. Hast du hier schon alles da oder jawohl? Sehr gut. Aber ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen um die Lebensmittel, weil die fressen uns alle jetzt ziemlich die Haare vom Kopf. Mit den Beeren halte ich da gerade noch so gegen, aber deswegen wird es glaube ich auch Zeit, dass wir mal die Fischerhütten fertigstellen. Oh Mist, die Soldaten sind zurück. Ich würde sagen, ja Mist, da reicht das Geld leider nicht für. So, machen wir mal da eine Eisenmine hin. Und da ich jetzt erstmal nicht weiß, wo die Industrie stehen soll, machen wir daneben die Eisenschmelze. Die Schmiede. Und eine Köhlerei natürlich. Sehr gut, da reicht das Geld nicht. Mein Ziel war es jetzt, ich gebe es zu, mein Ziel war es jetzt schnell Geld zu verprassen, weil wir jetzt gleich die 1000 bekommen für die Mission. Deswegen habe ich jetzt so ganz schnell das mal eben dahin geklatscht. So. Zack und ein gratis Landstrich. So, jetzt die große Quizfrage, was nehmen wir als gratis Landstrich? Wollen wir das hier nehmen? Da hätten wir da ein bisschen mehr Platz. Oder hier hinten? Schwierig, schwierig. So oder so, ich denke, wir sollten erstmal uns überlegen, wie das Viertel hier weiter wachsen soll. Ob wir das jetzt so im Kreis machen und das hier hinten dann industriell quasi nutzen, zum Beispiel für eine weitere Farm oder so. Da bin ich mir selber noch nicht ganz sauber mit mir, was ich da eigentlich haben will. Aber gut, ihr Lieben. Hier sieht man nämlich sehr schön, ein Herrscher in dieser Zeit sollte sich niemals über Gott stellen, deswegen soll die Kirche auf jeden Fall höher sein als das Herrenhaus. Nur so am Rande. So ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe es hat gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski.